Für alle Münzgeilen ist es genau das Richtige. Diese Münzberge, Münzringe, Münzkupas. Ach, bin ich ein Depp. Jo, servus Leute zum weiteren Part von Mario 3D World. Im letzten Part haben wir hier einige Level absolviert und sind hier ab in die Röhre. Das wiederhole ich jetzt nochmal, weil hier kommt ein lustiges Bonuslevel. Das will ich machen, das gefällt mir. Der goldene Zug, ins geil, schaut euch das an, Leute. Hammergeiles Level, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Gefällt mir. Dann gefällt mir das nur. Ja, hier heißt's Münzen sammeln. Münzen. Für alle Münzgeilen ist es genau das Richtige. Diese Münzberge, Münzringe, Münzkupas. Ach, bin ich ein Depp. Habe ich mich selber ausgenockt mit dem goldenen Panzer. Jetzt ist das Level weg. Alter. Grandios gemacht. Habe ich grandios gemacht. Mann, bin ich ein Idiot. Stinkt mir jetzt schon wieder, weil das Level war echt geil. Jetzt sind wir hier in der Welt 3, alles klar. Kleine Abkürzungen. Mensch, stinkt mir das jetzt? Habe ich hier jetzt so missgebaut, ich Vollidiot? Das passiert, wenn man sich denkt, ach, nehmen wir noch schnell den Part auf. Machen wir noch schnell. Ja, Scheiße ist mit schnell. Na gut, gehen wir hier rein. Ja, das ärgert mich jetzt schon wieder. Schleichgang unter Scheinwerfern. So ein Käse verkacke ich die Sache. Kugelwinis. Und hier haben wir einen Lichtkegel. Genau. Wenn wir den Lichtkegel berühren, dann kommen die Kugelwinis. Und die Mother Tucker. Hier kriegen wir den Tanuki. Wunderbar. Das heißt, hier unbemerkt vorbeischleichen. Sonst kommen die Kugelwillis. So viel zum Thema unbemerkt. Ich bin überzeugt davon, dass da hinten was ist. Das ist doch nicht umsonst hier. Nein, hier ist nichts. War ich wieder umsonst überzeugt? Ups. Machen sie mir den Boden weg. Ja, es wurmt mich immer noch mit dem Goldlevel. So ein endgeiles Level und ich verkacke das, Leute. Wie blöd kann man sein? Sollte ich nehmen mal mit. Das schafft bloß der Doschen. So. Den ersten grünen Stern haben wir schon. Oh, verdammt. Ich dachte jetzt, ich kann den Kugelwilli mit meinem Tanuki-Schwanz killen. Habe ich wohl falsch gedacht. Jetzt kommen sie wieder. Ich will da rein. Ist da was? Außer Münzen nichts. Hä, wo müssen wir jetzt hin? Vermaledeide Kugelwillis, Katzenkugelwillis. Ich muss mal aufpassen, dass wir hier nicht was verpassen. Check the point. Echt, hier war nix. Ich habe mir eingebildet, hier wäre was gewesen. Aber hier ist nix. Ja, was ich mir mal einbild. Das liegt an der Einbildung. Jawohl. Und Tucker, Mother Tucker. Verdammt. Oh mein Tanuki hier, ich bin klein. Bevor ich wieder drauf gehe, so wie vorhin. Dankeschön. Heute gelingt wieder gar nichts. Aber jetzt. Ab dafür. Hier ist auch nichts drin. Schnell da hinten verstecken. Ach, hier muss ich her. Genau, hier muss ich sie herlocken. Genau, dann geht's ab in Teleporterwürfel. Und in den Bonusraum. Oh. Die haben doch einen an der Waffel. Und den zweiten grünen Stern. Jetzt brauchen wir mal wieder ein Item hier. Dringendst. Komm, geh weg, du Mother Tucker. Da ist der Tanuki, den will ich haben. Brauchen wir das Trampolin? Ja, ich glaube schon, das ist für da oben.
Und komme ich dahin? Nein. Wieso nicht? Wieso komme ich da nicht hin? Komm schon, das muss gehen. Das muss gehen, bin ich überzeugt von. Jawohl. Gumba, Gumba. Oh, knapp. Aber ist hier was? Ist hier irgendwas? Hä, hier ist nix. Und nix ist immer wenig, das wissen wir schon. Na gut, marschieren wir weiter. Hier sind bloß ein paar Münzen. Dieser Part gefällt mir nicht. Ich habe mein Lieblingslevel vergeicht. Das gefällt mir nicht. So, jetzt kommen sie gleich wieder. Warten, bis das Licht vorbei ist. Der Lichtkegel, Scheinwerfer. Und dann geht's weiter nach oben. Ja, kommen sie schon. Aber ich muss sie daher locken. Da müssen sie hin. Da müssen sie her. Macht mir das hier mal frei. Dankeschön. Ohne dritte Sterne. Und jetzt kacke ich ab. Ups. Oh, geht weg. Geht weg. Katzenkugel Willi. Oh, die Zeit. Die Zeit. Pisst mir schon wieder ans Bein. Nein, wir sind im Ziel. Wenigstens hat das geklappt. Wenn schon sonst nichts hinhaut. Jawohl, 100%. Wenigstens hat es auf Anhieb geklappt, wenn ich schon die Bonusrunde verkackt habe. Ich hoffe, dass ihr nochmal kommt, weil ich das euch unbedingt zeigen wollt. Dann könnt ihr irgendwie zu dem Let's Play hier dazu und ich hause so. Also das begreife ich nicht, das hängt mir jetzt noch ewig nach. Fange ich wieder an mir selber zu zweifeln. Wenn ich so eine simple Scheiße vergeich, sterbe ich in einem Bonuslevel. An dem goldenen Panzer. So, mal kurz auf die Karte schauen, mal kurz ins Menü linsen. Da sind wir daheim. Haben wir alles? Ja, es fehlt nur noch das Schloss. Auf ins Schloss. Zur Fee mit den lilanen Haaren. König Klongs Kastell. Die Fee mit den lilanen Haaren. Lila Haarfee. Marmelade. Ja, dabei ist es gar nicht so abwegig, ne, wenn man sich das so überlegt. Feen in Gläser packen ist ja eigentlich gar keine neue Idee. Also nichts, was Bowser jetzt erfunden hätte. Oh, Katzenglocke, sehr schön. Meint der geneigte Nintendo-Spieler, sperrt er schon seit Jahren Feen in Gläser und Flaschen. Man denke da an die Zelda-Reihe. Wie oft sperrt man da irgendwelche Feen ein? In Glasbehälter. Permanent muss man das da tun. So, und jetzt darauf. Und Footballchuck. Zack. Zack. Stirb. Stirb. Und hier hätten wir den ersten grünen Stern. Aber jetzt muss ich aufpassen, welche am richtigen Timing und so. So. Das ist tricksy. Gerade noch. Aber ist ja egal. Ist ja egal, ob es knapp war. Hauptsache es hat geklappt. Hier oben ist nix. Also ab in Teleporterwürfel. Check the point. Ja, diese Rahmen sind witzig. Witzig und tricksy. So. Wo war man jetzt gerade genau? Bowser und seine Feen. Bowser, der alte Lauser. Macht hier einen auf Link. Katzenglocke, heben wir sie mal auf. Machen wir den Chuck hier nieder. Ist da oben eigentlich was? Da hinten ist der Stempel. Da ist der Stempel. Will ich natürlich haben. Jawohl, ja, ist schon meins. Chuck. Chuck, Chuck. Chuck, da ist der grüne Stern. War im Rahmen drin. Interessant. Somit fehlt mir noch eine. Und dann hätten wir das auch geschafft. So.
War der hier? Ne, deswegen verpasse ich, muss aufpassen. Ich glaube, ich schaue nochmal. Ich muss hier nochmal die Wand hochgucken. Nicht, dass mich jetzt missbauen. Nein, hier ist nicht. Doch, da oben ist er. Da oben ist er. Ich dachte es mir. Oh, verdammt, ich wurde getroffen. Da oben ist er. Jetzt habe ich keine Katze mehr, wo ist noch ein Tanuki? Verdammt. Aber hinten war doch nochmal die Katze. Muss ich mich durchskillen und schauen, dass ich die Katzenglocke erwische? Anders ist an diesen Stern nicht ranzukommen. Geht weg. Geht weg. Nein, und schon wieder getroffen worden. Ja, rückwärts laufen ist ein bisschen tricksy. So. So, wo war die Katzenglocke? Hier war sie. Hier ist sie. Ein Traum. Und jetzt ohne Gegentreffer wieder. Habe ich mein Maul wieder aufgerissen? Ohne Gegentreffer. Doschen, was machst du jetzt? Jetzt verkacke ich es wieder voll. Ich bin gerade überlegen, wo der Checkpoint war. Sollte mich direkt umbringen, damit ich den ganzen Käse nicht nochmal machen muss. Das tue ich jetzt auch. Muss schauen, dass ich mit der Katzenglocke dahinter komme. So sparen wir uns zumindest den Anfang des Levels nochmal spielen zu müssen. So. So schwer ist es gar nicht. Ist bloß ein bisschen Timing. Aber das habe ich nicht. Hier war irgendwo die Katzenglocke. Da ist sie. So, komm her. Chuck. Chuck. Football Chuck. Ach, den Stempel muss ich auch noch holen. Der war ja auch da oben. Der war ja hier irgendwo. Darf ich nicht vergessen. So, der nächste Chuck. Komm her. Und erstmal den Chuck niedermachen. Nicht, dass er mir die Katze nimmt. Und danach den grünen Stern holen. Oh, jetzt die Katze schon wieder weg. Ach, leck mich doch. Aber ich komme nicht an den Stern da oben ohne Katze. Darf ich mich schon wieder töten? Und tschüss. Tja. Peach muss sterben. Also nochmal das Ganze. Aber dieses Mal richtig. Dieses Mal ohne Idioten-Fail. Dieses Mal ohne Spielerei. Dieses Mal muss es klappen. Wo war er denn? Da ist die Katzenglocke. Diese Chucks nerven hier ganz schön. Komm, sterb. So, jetzt hier rauf. Und den Stempel. So. Komm. Kommen Sie von zwei Seiten hier. Von alle drei Chucks. So, jetzt aufpassen. Jawohl. So, und jetzt das hier. Das ist ein bisschen tricksy. Auch zum richtigen Zeitpunkt. Dann ist das gar kein Thema. So, und jetzt darauf und darauf und darauf. Ja, anders ist nicht an diesen Stand zu kommen. Ich kann mit keiner Figur so weit hochspringen. Da hilft auch kein Wandsprung und sowas. Oh, Endboss. Stimmt, wir sind ja im Castle. Aber der war relativ einfach. Ich erinnere mich an den. Der war nicht wirklich ein Problem. Genau. Wir müssen jetzt daher. Jetzt müssen wir aufpassen, wo er sich befindet. Und zack. Einmal. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt macht er hier genau den Boden weg. Zweimal. Und aufpassen. Und aufpassen. So. Und dreimal so down. Die kleine Sau. Schön in den Rücken gesprungen. In den Rücken gesprungen. Scheiß mal auf die Münzen. Holen wir uns lieber die Zeit. Und schnappen wir uns die Fahnenstange. Und da ist sie, die lila Haarfee-Marmelade. So. Auf an die Fahnenstange. Und da wäre diese Welt auch schon komplett. Jawohl, ja. Hätten wir das auch hinter uns gebracht.
Zeit haben wir noch genug. Zeit haben wir noch genug. Schauen wir uns die nächste Welt an. Ja, es stinkt mir immer noch, dass der Bonuszug nichts geworden ist. Schade, schade. Hätte ich euch gern gezeigt. Verdammt, verdammt. Ich könnte nochmal hinschauen, vielleicht ist er in der Zwischenzeit ja wieder da. Ich weiß nicht, ob dieser Bonusabschnitt nochmal betretbar war. Kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob das möglich war. Oder ob es nur eine einmalige Sache war. Wäre natürlich dumm. Wäre saudumm. Na komm, Speichervorgang. Mach hinne. Die Fee zimmert hier die Röhre in die nächste Welt. Und die schauen wir uns an, eine Wolkenwelt. Die Wolkenwelt mit der Blauhaarfee. Blauhaarfeenmarmelade. So, Welt 6, eine Wolkenwelt. Schauen wir uns mal an das Ganze. Hier geht's auch durch. Wo geht's denn da hin? Da oben rauf. Ah, wieder ein Stempel für Lau. Ein Stempel für Lau holen wir uns. Zack. Jawohl, ja. Der nächste Feenstempel. Ja, das Screen wird langsam voll. Mit Stempeln. Mit Stempeln aller Art. Na komm, Speicher. Das Speichern nervt ein bisschen. Das ist echt lästig. Auf Dauer. Aber was soll's. Was soll's. Es gehört einfach dazu. So, gehen wir ins erste Level. Reiseberg Glasrohrpost. Schauen wir mal. Reise per Glasrohrpost. 6-1. Ach, ein Level, das überwiegend aus Röhren besteht. Sowieso witzig, dass es hier Glasröhren gibt. Oh, oh. Der kann durch die Röhren Feuer spotzen. So ein bisschen hinterfotzig das Ganze. So, Feuerblume. Das können wir im Übrigen auch. Können da durchfeuern. Ah, da hinten ist ein Stern. Und da ist ein Stern. Einmal Unverwundbarkeit. Und einmal der grüne Stern. So. Kommen wir jetzt da noch rein? Ist da hinten eigentlich was gewesen? So, was ist das hier? Ist das nur so ein Bonusabschnitt? Na, hier ist glaube ich nichts mehr. Alles klar. Ab in die Röhre. Und in den Teleporterwürfel. Jawohl, ja. Schon sind wir da drüben. Jetzt sind wir hier reinballern. Kommt's oben wieder raus. Ganz witzig. Ganz witzige Spielerei. Nochmal die Feuerblume. Das lasse ich jetzt mal. Das lasse ich jetzt mal. Weil es sein kann, dass wir die Katze noch irgendwo brauchen. Piranha-Pflanzen. Und da oben die Fassis. Die treffe ich so nicht. Kann ich die überhaupt abballern? Ich habe keine Ahnung. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Nein, hier ist nichts. Alles klar, marschieren wir weiter. Ah, hier ist wieder so. Hier ist wieder Timing gefragt. Hier können wir eine extra Runde drehen, wenn die Fassis kommen. Jawohl, ja. Und hier ist der grüne Stern. Nach oben. Und jawohl, und runter. Und raus hier. Und check the point. Uhaha. So, hier ist nichts. Ab durch die Röhre. Ja, es gibt tatsächlich irgendwo einen Stern auf so einer Röhre. Da muss man dann drüber balancieren. Hat auch lang gebraucht, bis ich den beim ersten Mal gefunden habe. Verdammt. Verdammt, die Fassis sind nicht gestorben durch diese Aktion. Aha, aha. Gucken wir mal, wo müssen wir jetzt da hin? Wir müssen da oben rauf. Das machen wir glatt. Rauf auf die Wolken. Und gucken, ob es hier irgendwo ein Item gibt. Nochmal die Feuerblume. Jawohl, nehme ich. Zur Not tut's auch die Feuerblume. Hier ist ein Hidden Block. Mit einer Münze. Ist ja nett. Nein, 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 wo grenzt denn du hin, Peach? Genau, jetzt da. So. Und ab durch den Teleporterwürfel. Feuerspeien die Piranha-Pflanzen.
So, und Bonusabschnitt. Wieder so ein Speed-Bonusabschnitt. Jawohl. Ich finde die ja immer noch hammergeil. Aber diesmal muss ich ballern. Oh, ich kann nicht ballern. Oh, ich war zu langsam. Was muss ich da tun? Drüber springen? Alter. Nein, ich hab den Stern verkackt. Oh. Ist die Wolke noch mal da? Kann ich da noch mal reingehen? Gucken. Ist natürlich nicht mehr da. Verdammt. Da gab es auch keinen Stern oder sowas. Kann ich die so niedermachen? Ah, es geht. Ich kann da rutschen. Schlüsselmünzenabschnitt. Genau, ich hab's gesehen. Jetzt bin ich tot gleich. Nicht einmal. So. So. Ups. Fassis. So. Trixie. Mega Trixie. Oh, jetzt öffnet sich der Teleporterwürfel. Und wir müssen gucken, dass wir nicht getroffen werden. Jawohl. Und eine Ehrenrunde. Und ups. Da rein. Ein Traum. Trotzdem müssen wir das Level nochmal machen. Und der Stempel fehlt auch noch, sehe ich gerade. Captain Toads, Treasure Tracker. Ich glaube, der war da irgendwo. Nein, hier ist er nicht. Wo war der Stempel? Habe ich den Stempel echt verpasst? Müssen wir den Stempel auch noch suchen? Der könnte allerdings wieder überall sein. Ja, wie es halt so ist. Ist halt dumm, wenn man sich nicht mehr dran erinnern kann. Gut, das Spiel ist gigantisch groß. Ist klar, dass ich da nicht alles auswendig weiß. Und ich spiele es jetzt ja zum zweiten Mal. Also ich habe es einmal durchgespielt und spiele es jetzt zum zweiten Mal. Ich habe es noch nicht 100 Mal gezockt, so wie andere Games. Slot Machine! Und darum kann ich mich an den ein oder anderen Abschnitt, an den ein oder anderen Stern oder Stempel nicht erinnern. Ist klar. Wie gesagt, es gibt 380 Sterne, die hat man nicht alle im Kopf. Und es gibt, ich weiß gar nicht, 85 Stempel oder so. Kann man sich nicht merken. Hups, wäre fast runtergefallen. Muss ich gucken, ob da irgendwo der Stempel ist. Der muss hier irgendwo sein. Jetzt holen wir uns mal die Katze. Und werde das mal draufgehen, jetzt gleich am Anfang. So, Piranha-Scheiße. Wo könnte der Stempel sein? Wo könnte der Stempel sein? Feuerblume, die nehme ich mal. Verdammt. Verdammt, was war das jetzt? Ich habe reingeschossen, aber irgendwie nicht getroffen. Das hier finde ich ultra kurios. Für was ist dieser Abschnitt? Nein, ich dachte, da geht's doch noch weiter. Hätte sein können, dass da hinten irgendwas ist. Ich finde diesen Abschnitt kurios. Der ist so sinnlos. Aber für irgendwas wird er schon gut sein. Oder ist es nur, um den Spieler in die Irre zu führen? Ich weiß es nicht. Blöde Sau. Warum zieht's mich da gleich rein, obwohl ich nur schieß? Kurios, kurios. Wo ist der Stempel? Wo ist der Stempel? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt noch suchen? Suchen, suchen, suchen. Hier war er auch nirgends. Wo könnte er sich verstecken? Feuerblume? Keine Ahnung, ob er da oben irgendwo ist. Denn ich habe intelligenterweise meine Katze verspielt. Na komm, geh rauf. Geh rauf, Peach. Ich will da oben schauen, ob da was ist. Peach, geh halt rauf. Na komm schon. Sie möchte nicht. Sie schwebt immer außen am Block vorbei. Jetzt, und haut sich den Kopf an. Ach, leck mich doch. So, wo könnte der Stempel sein? Kann man da schauen? Na, weiter geht die Kamera nicht. Aber es sieht jetzt so aus, als wäre da oben was. War da drin irgendwas? Ich glaube nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der Stempel ist. Hier ist ein One-Up. Ah, hier ist er auch nicht. Wo ist der Stempel?
Wenn man es die Zeit auch schnell. Wo ist der Stempel? Da drin war der grüne Stern, den hatten wir schon. War das das hier, wo wir da oben lang mussten? Ja, ist mega tricksy. Ist mega tricksy, das Ganze hier. Oh, da spiegelt sich, oh ja, da spiegelt sich ein Pixel-Luigi. Tatsach. Tatsach, das war das. Ich hab's ja vorher noch erwähnt gehabt. Aber ich dachte, das wäre ein Stern gewesen. War wohl kein Stern, war ein Stempel. So. Jetzt müssen wir da oben rauf. So, jetzt sind die Stachelkugeln weg. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir den anderen Stern nicht wieder verkacken. Den letzten Stern, den wir noch brauchen. So, ab in den Teleporterwürfel. Jawohl, ja. Und auf zum letzten Stern. Hau ab. So, so. Und rein in die Wolke. Und jetzt ballern, was das Zeug hält. Oder muss ich drüber springen? Ah, ich verstehe schon, was ich falsch mache. Ich hab's schon verstanden. Oder auch nicht. Aber so geht's auch. Ich hätte die erste Blume nehmen können. Das wäre wieder so eine Piranha-Pflanze in dem Topf gewesen. Habe ich voll verkackt. Habe ich voll verpasst. Egal. So, jetzt das hier wieder. Zack. Wieder sämtliche Schlüsselmünzen sammeln. 5 an der Zahl. 1 haben wir schon. 2 haben wir. 3 haben wir. Oh, Vorsicht, die Fassis. So. Nummer 4. Und Nummer 5. Jawohl, ja. Haben wir auch dieses Level glorreich abgeschlossen. Noch nicht ganz, aber wir sind dabei. Wir sind dabei, wenn uns die Zeit nicht ans Bein pisst, aber dürften jetzt ziemlich am Ende sein, jawohl. So, so und Fahnenstange, jawohl, ja. Hat ja letzten Endes doch noch geklappt, das Ganze hier. Auch wenn ich mein Anfangs-Fail ein bisschen... Ja, stinkt mir immer noch, stinkt mir immer noch, wird mir auch noch eine Zeit lang stinken, dass das nicht funktioniert hat, dass ich mich so dumm hab treffen lassen. In diesem Endskalen-Level. Weil der Doschten ein Idiot ist. Aber so ist es nun mal, das wisst ihr ja. Dürfte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ein Großteil von euch mich abonniert hat. Weil der Doschten ein Idiot ist. Wenn wir kurz gucken, hier geht's bestimmt auch rein, jawohl. Wieder eine Röhre. Ah, ein Zwischenboss. Den machen wir noch schnell, so viel Zeit ist noch. Hauen wir schnell den Feuerbrüdern an hier auf den Latz. Das dritte Versteck der Feuerbrüder, jawohl, ja. Die fackeln wir jetzt noch schnell ab. Oh, zusammen mit Bumerang Kaspern. Hammerbrüder, Bumerangbrüder, alles dabei. Jawohl, ja. Und wo ist der Stern? Da ist er. Dankeschön. Jo, das war's, Leute. Wenn's gespeichert hat, beende ich den Part. War halbwegs glorreich. Mehr oder weniger. Wie gesagt, der Anfangs-Fail. Das dürft ihr euch noch ein paar Parts lang anhören, dass mir das stimmt. Jo, Speichervorgang beendet. Gehen wir noch schnell durch die Röhre zurück auf die Oberwelt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, und zwar hier im Buhu-Haus. Die verwunschene Flotte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Und ich sag Servusler. Bis zum nächsten Mal. Eier Doschten.